Uhren. Oh scheiße, nicht mal schreiben. Ja, und das ist halt das Problem. Das ist ein bisschen nervig, aber ein 1-1-Ranger suckt am Anfang halt richtig Balls. Das ist ein großes Problem. Man kriegt halt am Anfang nichts geschissen. Es sei denn, ihr habt richtig OP-Equip. Weil, Freunde, als Jester bekommt ihr pro Dex viel mehr Crit-Rate als ein Ranger. Ein Jester hat am Anfang nach Level 60 mit halbwegs gutem Equip locker sofort 100 Akuna Watts Trades, yo. 100 Crit Rate locker sofort am Anfang. 5 Millionen. Oh! Läuft WTF. Wieso steht einfach so 5 Millionen? Oh Leute, 17 Millionen, 17,7 haben wir. Locker mal, richtig geil, Digga. Richtig geil von dir. German Shop, aber nur Rotze drin. Auf jeden Fall, wo ich da mal war, danke nochmal an Akuna. Großes Dankeschön an dich. Bist mega geil. So, aber wo war ich stehen geblieben? Ich wollte noch eben weiter erklären. Das Problem ist halt, er hat sofort 100 Crit-Rate, der Jester. Als Ranger gammelst du aber so schätzungsweise auf 30. Das heißt, deine Crit-Rate ist schon mal am Arsch. Du crittest viel weniger. Dasselbe gilt auch für die Block-Rate. Als Jester blockst du mit Level 60 schon wieder letzte Hurensohn. Ich würde als Blade schon gar nicht durchkommen. Wenn du jetzt noch Perfect Block da mitnimmst, kannst du eigentlich direkt dicht machen. Als Ranger kassierst du aber mega hart auf die Fresse. Ich habe das auf meinem, als, genau, auf meinem Ranger habe ich das gedacht so. Der war fast pur Dex, so mit Level 60 so. Sehr gutes Equip eigentlich gehabt. Gehst du so hin, AOEs und kriegst die ganze Zeit nur Hits. Die ganze Zeit, der blockt einfach fast gar nicht. Und ich denke mir nur so, du Hurensohn, warum blockst du nicht? Und so ist das halt. Ihr habt halt gar keinen Bezug. Jester ist viel mehr OP. Später aber dann durch die neuen Waffen, weil Lusaka-Waffen können auch von Jestern getragen werden. Deswegen tragen die Bow-Jester, falls es noch welche gibt, alle nur Lusakas. Aber später die ganzen Waffen wie Queen Antinous, hier Ensign und was weiß ich nicht, alle für eine Rotze, die sind alle nur für Ranger, nur. Und deswegen macht es da nachher Sinn, Ranger zu machen. Früher, als es die ganzen Schrott noch nicht gab und es nur bis Lusaka oder nur die normalen G-Hiss und so, da war Jester eine Milliarde Mal besser. Wirklich, locker eine Milliarde Mal. Ich übertreibe nicht. Ne? Ja. Oh lol, der GX gedroppt. Nice von dir. Ja, auf jeden Fall, das ist halt das, was, ja, kacke ist, ne? 10 Millionen für G-Bow geht eigentlich ganz, ganz gut klar, Digga. DF, Alter. Habe ich so lange nicht mehr gespielt, ey? Guck jetzt erstmal, was ein G-Bow wert ist. Und dann machen wir auch weiter, Freunde. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit 11 Millionen. Ich dachte schon, ich hätte das schon verkauft. Wie mit der Lightning. So gerade reingestellt, direkt verkauft. Wahrscheinlich. So. Freunde, jetzt geht's los. Gestört Unterhaltung. Wir haben jetzt hier bestimmt locker eine Milliarde Jahre damit vertrödelt, Scheiße zu bauen. Knapp 20 Minuten, ey. Nix auf Kette gekriegt. Richtiger Hikesoon, aber das kennt er von mir. So, was läuft an, Freunde? Was läuft an? Wir müssen ein bisschen questen. Und zwar müssen wir Steel Pieces finden von Steel Knights. Das heißt, wir können auf unser Fluggerät gehen, was immer noch das günstige ist, fällt mir gerade auf. Aber ich brauche auch gar keins. 200k ist okay, aber erstmal reicht das auch aus, zumal das ein Viertel kostet. Sind wir auf dem Weg zu den Steel Knights, dann holen wir uns da diese Steel Pieces von Amadolka. Ach nee, von den Steel Knights und bringen es zu Amadolka. Ich weiß gar nicht, weil die Heizung-Quest, die ich mit, also die Quest, die ich mit Heizung gemacht habe auf Devos schon Jahre, ich weiß gar nicht, wann wir auf unser Level angekommen sind. Mussten wir eigentlich hier schon die Carrier-Bombs killen? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Lol, fliegt doch weiter, du Mistgeburt. So, was trinken. Ihr seht, Freunde, Gildenchat richtig aktiv. Evergreen, mittlerweile mit 17. Hat sogar gerade einen Platz frei, Freunde.
Jetzt haben die sogar ein TS, fällt mir gerade auf. Hab ich noch gar nicht gesehen, ich Missgeburt. Halt ordentlich Member am Start. Sogar immer noch neue hier. Andrew kennen wir eigentlich. Bowshot. Also, es kommen immer neue Mitglieder dazu. Titel sind noch genauso, wie ich sie eingestellt habe. So sollte man auch Gildentitel einstellen. Aber kann natürlich jede Gilde für sich selber entscheiden. Ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Wir brauchen sogar nur ein Steel Pieces. Von den normalen, ne? Ja, von den normalen. So, ich glaube, die waren. Ja, die waren hier, aber ich. Da waren auch die Nutty Wheels noch, ne? Kannst du mal umstellen, die Karte? Da. Genau, hier waren die und da unten waren die Nutty Wheels. Kanntet ihr das früher? Ich weiß ja nicht, wie lange ihr für spielt. Und zwar ganz, ganz früher noch. Als man noch jung war, da wusste man auch nicht, wie das alles ausgesprochen wird. Da hat sich zum Beispiel, hier immer Nacklacke zugesagt. Necklecke oder Necklecke. Oder hier Demol, Iaring, Arek, Stam, Guardian. Oder hier Rekuan. Was gab's noch? Historik. Das waren, ey, Freunde, das waren noch Zeiten. Oder hier. Hier habe ich die Steel Knight, Nutty Wheel, Gabage. Da haben wir, genau, zu denen haben wir immer nur Spinnen gesagt, weil die Namen hatten, die wir nicht aussprechen konnten. Driller konnten wir schon immer. Volt ging auch noch. Zu den Grünen haben wir die genannt. Das waren die Fische hier. Karrierbomb. Ja, da haben wir die mit den Bomben gesagt. Also Freunde, ey, früher, das war so geil. Master immer noch am Start. Welcher ist jetzt hier der Gildenhöchste? Ach, Gildenhöchste wollte ich machen. Windforce. Ist der Höchste mit 111. 111. Hikestone ist ja immer fleißig, Freunde. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nicht fleißig war. So. Hier ist einer am Level. Blatt, bei dir läuft. Bruder, bei dir läuft. So, wir brauchen die normalen Steel Knights. Ich glaube, die waren hier irgendwo, ne? Hallo? Jetzt habe ich hier Berserk reingehauen und finde keine Normals. Ach, da oben stehen die. Stimmt, ah ja, ja. Ich war jetzt, fällt es mir auch gerade von Hikestone wieder ein. Direkt Steel Piece, bei dir läuft, Bruder. So. Amadolka, wo bist du? Da bist du. Der ist ja auch direkt hier am Start, genau so war das auch. Red Bull. Da war doch vorhin dieser Hero in der Gilde, ne? Warum ist er dann da drin? Also scheint wohl auch mehr so eine Community-Gilde anstatt so eine Pro-Gilde zu sein. Kennt noch wer von Buruding, Buruding, ja wahrscheinlich, von Buruding damals, die Gilde Angels. Boah, die haben alle so gefeiert, ne? Wenn jemand in Angels drin war, der wurde wirklich als Gott gesehen. Der war für viele Menschen Gott dann. Und Chengo, ne? Boah, das war der Gott vom Gott, ey. Ein Kollege von mir hatte den in der Freundesliste, ne? Boah, wir haben so zu dem aufgeschaut, als wäre der, was weiß ich, Bill Gates mit 85 Milliarden Vermögen, ne? So haben wir zu dem aufgeschaut, ey, Freund. Das war noch richtige... Boah, richtige Flüffsucht, die Zeit, ne? Mizell, der war doch hier auch irgendwo, oder nicht? Ja, meine ich doch. Der stand doch hier auch irgendwo. Aeron's Factory Number One. Wenn wir jetzt noch Resurrection verkaufen, haben wir knapp 20 Millionen. Läuft, Freunde, läuft. Dafür, dass wir eigentlich relativ unregelmäßig spielen und eigentlich nichts auf die Kette kriegen und den inkompetentesten Let's Player der Welt am Start haben, eigentlich relativ gute Leistung. Und du hältst jetzt erstmal deine Fresse und gibst mir weiter eine Quest. Ich glaube, wir haben sogar ordentlich XP bekommen. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt auf jeden Fall on the road zu 60. Rio, das müssen wir besuchen. Für den Hurensohn kriegen wir auch noch 300.000. Das machen wir natürlich gerne. Für 300.000, dann kommen wir auf... Boah, wir haben sogar noch mehr bekommen. Also 600.000 für diese beiden Quests, Freunde. So easy bekommt ihr Geld. Immer die Reunion-Quests machen, Freunde. Gerade jetzt so am Anfang. Immer machen. Immer, immer, immer. Ich kann es gar nicht oft genug predigen. Ihr seht, jetzt haben wir 600.000. Für so ein bisschen hier ein bisschen rumfliegen, ne? Es lohnt sich, Freunde. Es lohnt sich. Und wir müssen auch mal wieder so einen Livestream-Marathon auch reinhauen. Aber mit den Livestreams und so, so eine Sache, die kommen auch bald sowieso...
Wo wir da mal wieder so richtig ein paar Levels machen, so Atria gönnen. Mein Assist hier, den Impuls, habe ich den eigentlich in der Freundesliste, den Bastard? Da ist er. Ich habe meine eigenen Charaktere in der Freundesliste, weil ich keine Freunde habe. Hier 55 ist er. Der Wichser ist ja pur INT. Wird auf jeden Fall lustig, mit dem dann Venal Guardian zu machen, aber ich denke mal, pur INT kriegt er auch hin. Ich kann ihm halt hiervon nicht mehr so viel geben, weil ich selber nicht so die besten Items habe, aber es läuft, Freunde, es läuft. So, dann sind wir jetzt bei dem Bastard hier. Den kennen wir ja noch von Devos. Richtige Missgeburt ist das. Ja, immer, ja, okay, 2% knapp bekommen, 300k, läuft. Was müssen wir jetzt machen? Timelapse Flower, wo kommen wir die denn her? Oh, lol. Ach ja, stimmt ja. Aber so richtig groß so. The Return Flower. Ja, war der jetzt hier unten oder war der oben? Ist jetzt der Rustia Dungeon. Tramnok war das, glaube ich. Ich meine, das wäre hier oben gewesen. Es kann sein, dass wir uns jetzt fehlen und uns verfliegen. Aber ich meine jetzt noch von Hikestone damals, dass das oben war, der normale. Ich hoffe, Freunde, ich hoffe, ich habe sonst keinen Bock mehr. Das raste ich richtig aus. Na, ich meine, das wäre der gewesen, wirklich. Ich fand es übrigens geil, dass ihr das auch so locker genommen habt, Freunde, diese Fail-Aufnahme, die ich gerade Hurensohn-like gestartet hatte. Ich fand's geil, dass ihr das doch so locker aufgenommen habt. Ihr habt euch bestimmt auch schon gedacht, ah, schon wieder gefällt. Ah, egal. Der Junge fehlt sowieso nur, ob er jetzt einmal mehr fehlt oder einmal weniger fehlt. Das ist uns eigentlich auch egal. Eigentlich hassen wir den auch. Ne? Was gibt eigentlich der Ballon? 200 HP? Ja, oder nicht haben, ne? Jo, wahrscheinlich. Gegen müssen wir eigentlich auch mal wieder gehen. Ich lass richtig nach in letzter Zeit mit Gegen und so ein Geld machen, so auf Devos. Früher habe ich so zu Anfangs... Freunde, wisst ihr, was traurig ist? Jetzt spielen wir relativ wenig auf Devos und haben uns da so viel Geld erfahren. Wir laufen jetzt auf Devos locker mit einem Barvermögen von 15 Milliarden rum. Ich finde das traurig, Freunde. Jetzt mal überlegt. Wir haben so viel da reingesteckt, 15 Milliarden tragen. Wir können uns so mega Equip kaufen. Wir können die ganze Zeit... Wir können richtig Porno-Scheiße machen. Und dann zocken wir da gar nicht mehr so aktiv drauf. Aber irgendwie ist der Reiz. Ja, doch, ist da, aber es ist... Wie soll ich sagen? Wisst ihr, Freunde, ich habe letztens... Okay, schon ein bisschen her, aber so einen Monat ungefähr. Da habe ich wirklich mal eine Stunde einfach nur durchgehend hart gelevelt. Wir hatten Lord-Event, war glaube ich an. Wir hatten Full-Skill-Party mit PSF, mit allem, mit Hurensohn. Ich hatte den Leecher, der gute Stück Level unter mir war. Ich hatte alles am Start. Ich habe eine Stunde gelevelt. Eine Stunde. Und ich habe 15% bekommen. Wenn man sich das mal ausrechnet, ich müsste fast gerundet 8 Stunden oder so. Ich habe jetzt keinen Bock genau auszureden. 8 Stunden leveln für ein Level-Up, Freunde. Das ist im Verhältnis. Ist das eine Frechheit, was ich 8 Stunden lang machen könnte. Ich meine, ich habe sie mit Amplis gelevelt. Ne? Also ganz normal. Aber was ich in den 8 Stunden vollbringen könnte, ist unglaublich. Könnte ich mich mal weiterbilden, weil meine Bildung sowieso am Arsch ist, Gott sei Dank. Jetzt ist das die falsche, Alter. Ich klatsch euch alle weg. Rustia Dungeon, Junge. Was für ein Rustia Dungeon, Junge. Steck dir das in deinen Arsch, Alter. Jetzt darf ich erstmal googeln, ey. Was das Rustia Dungeon ist, ey. Mein Gott, ne, ey. Jetzt ist das die falsche, ey. Ich raste richtig aus, ey. Rustia Dungeon. Fliff. Ja, wahrscheinlich, ey. Fluffwiki erstmal hier schön Fehler drin. Elite-PvP. Ja, ist mir auch egal, Junge. Ich will einfach nur wissen, wo dieses scheiß Dungeon ist. Mein Gott, wo ist denn jetzt das Rustia Dungeon, ey? Da muss ich hier auch Bilder. Vielleicht finde ich es da. Ha, ich hasse Englisch, ey. Ja, das ist das doch. Ich bin doch hier. Rustia ist dran noch, du Hurensohn, Alter. Oder ist das hier irgendwo noch irgendwo? Timelapse Flow. Ach, ja. Ich habe nichts gesagt. Ist okay, Freunde. Ich hab gar nichts gesagt. Nee, komm. Nee, komm. Nee. Nee, ich will jetzt nicht mehr.
Du nimmst jetzt einfach dein Auto und gehst. Nimm dein Fiat und geh. Komm, geh einfach. Geh. Ja, wieder richtig schlechte Leistung von mir. Ich meine, Hikestone ist schon scheiße, ne? Und aber das war selbst für Entschuldigung, für meine Verhältnisse scheiße. Boah, jetzt direkt der nächste Fehler. Dann trinkst du und dann gerät dir das in die falsche Röhre. Boah, scheiße. Heute ist niemand da. Aber morgen, Freunde, erstmal fallen Schulstunden aus. Ja! Aber morgen darf ich eine Präsentation vorstellen. Aber schüchtern war ich eigentlich noch nie. Oh, der Carrier Bomb ist da. Schüchtern war ich eigentlich noch nie. Ich konnte immer Präsentation halten und so. Fremde Leute beleidigen und so. Wahrscheinlich, ey. Easy. Rio, du Missgeburt. Was hast du für uns? Feine, ach, halt deine Fresse. Komm. Nimm deine Sachen und geh. Alter, was ist das für eine Zahl? Sind das 3 Millionen?